Schauen wir auf den Ist-Zustand der Wiedervereinigung. Die ostdeutsche Wirtschaft hat schwierige Jahrzehnte hinter sich. Doch das könnte sich laut der Wirtschaftsweisen Veronika Grimme bald ändern. Sie sieht den Osten Deutschlands nämlich zunehmend im Vorteil als Wirtschaftsstandort. So verschieben sich laut der Expertin wegen des Klimawandels die relativen Standortvorteile in Deutschland. Davon könnten vor allem die ostdeutschen Flächenländer profitieren, die ein deutlich größeres Potenzial für erneuerbare Energien haben als der dichter besiedelte Westen, so Grimm bei der Funke Mediengruppe. Als Bedrohung sehe sie allerdings die wachsende Zustimmung zu extremistischen Parteien im Osten Deutschlands, vor allem zur AfD. Und damit schauen wir nach Hamburg, wo die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit stattfinden. Vor den Michel, Leonie von Rando wird das Ganze für uns beobachten. Leonie, ist denn in der Politik jetzt auch angekommen, dass es weiter Defizite zwischen Ost und West gibt, vor allen Dingen, was auch die Bevölkerung angeht? Carsten, natürlich nutzt man diesen 33. Tag der Deutschen Einheit noch einmal, um Bilanz zu ziehen und das auch durchaus kritisch zu tun. Denn natürlich gibt es in verschiedenen Gebieten immer noch große Lücken zwischen Ost und West. Also wenn man sich beispielsweise das Lohnniveau anguckt, dann ist es eben so, dass das im Osten nach wie vor deutlich niedriger ist. Auch der Niedriglohnsektor zum Beispiel, der ist viel größer in den ostdeutschen Bundesstaaten. Da verdient etwa jeder fünfte Ostdeutsche nämlich weniger als 13 Euro brutto in der Stunde, während es im Westen nur jeder sechste ist. Und es gibt aber eben auch noch andere Felder, die Rente beispielsweise, aber auch zum Beispiel das Thema Repräsentation, dass eben nach wie vor noch wenige Menschen aus Ostdeutschland zum Beispiel in der Wirtschaft in hohen Positionen sind, auch in der Wissenschaft oder in den Medien. Das hat der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch gerade noch mal jetzt zum Anlass des Tages der Deutschen Einheit kritisiert, dass es da eben doch noch viel zu tun gibt. Auf der anderen Seite muss man aber auch festhalten, es geht voran. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck beispielsweise, der hat das eben gerade noch mal gemacht und er sagt eben, es wird massiv investiert in den Osten. Insgesamt gibt es 20 Großprojekte, 50 Milliarden Euro Umfang von Investitionen in die ostdeutschen Bundesländer, also beispielsweise Batteriefabrik in Brandenburg, Chipfabriken in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Und der Bundeswirtschaftsminister, der sagt eben, für ihn steht das wirklich ganz oben auf der Agenda, die wirtschaftliche Unterstützung für den Osten. Leonie, was ist denn heute genau geplant zum Tag der Deutschen Einheit? Die zentralen Festfeierlichkeiten finden ja in der Hansestadt statt, weil Hamburg im Moment den Vorsitz im Bundesrat hat. Es läuft jetzt langsam bei dir an diesem Morgen an, aber das ist noch lange nicht das Ende für den heutigen 3. Oktober. Es steht einiges heute an. Zunächst einmal gibt es eben einen feierlichen ökumenischen Gottesdienst hier im Hamburger Michel. Da sind im Prinzip ganz viele hochkarätige Gäste geladen. Der Bundeskanzler ist selbstverständlich da, der Bundespräsident ist da, die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen der Länder sind hier, ganz viele Kabinettsmitglieder, also die genau sozusagen das ganze Who is Who der deutschen Politik. Später dann wird es einen Festakt, den offiziellen, geben in der Elbphilharmonie. Das beginnt dann um 12.30 Uhr. Da wird es Festreden geben und man wird eben noch mal gemeinsam ein bisschen die vergangenen 33 Jahre Revue passieren lassen. Und parallel dazu wird hier in der Stadt auch den ganzen Tag gefeiert. Die einzelnen Bundesländer, die stellen sich mit verschiedenen Ständen vor. Es wird Gelegenheit geben, da ins Gespräch zu kommen, natürlich auch zu essen und zu trinken. Und dann soll bis spätabends hier gefeiert werden. Ja, das hat ja schon gestern begonnen in Hamburg mit dem Bürgerfest. Leonie, du wirst das alles für uns intensiv beobachten und politisch auch einordnen. Danke erstmal für den Moment an den Michel in Hamburg.